So, da sind wir auch schon wieder bei Edna bricht aus. Ja, wir sind hier bei dem Schlüsselmeister stehen geblieben, letzte Folge, glaube ich. Ja, müssen wir ja. Und dem wollten wir jetzt sagen, dass wir ein Vehikel gefunden haben, ne? Ja, sprechen. Lieferwagen, genau. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Ja gut. Dann machen wir das doch mal. So, Garage. Dafür müssen wir raus. Runter. Und runter. Und hier lang. Jo. Alles. Und raus. So, und zur Garage. Da bist du ja schon. Ja, moin. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik, aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Also ich kann mit. Was macht denn der da drinnen die ganze Zeit? Aus seinen Haaren. Ich kann mit Starterkabeln, kann ich behilflich sein. Das hier könnte uns sicher helfen. Wie clever von dir. Aber soweit ich weiß, braucht man zur Überbrückung eine aufgeladene Energiequelle. Vielleicht sollten wir lieber die Meinung eines Experten einholen. Ein Experte? Wer schraubt denn bitte schön? Ich habe noch einen Können Schraubenschlüssel. wir damit nicht den Wagen wieder in Betrieb nehmen? Ja, das müsste gehen. Du musst nur die Reparaturschraube finden. Ich gehe sofort suchen. Digga, der ist voll zynisch. Der soll mich mal nicht so anmachen. Ich habe den da rausgeholt. Na los, geh doch hin da. Guck mal, hier ist ein Rad. Krieg ich den Sch mit dem Schraubenschlüssel? Krieg ich das vielleicht ab? Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Oh, das hat wirklich geklappt. Lol. Geil, wir haben schon mal ein Ersatzrad. Ich habe Ersatzrad. Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Wagenheber. Wagenheber, sagst du? Wo soll ich den herkriegen? Limousine. Scheinwerfer. Schild hinter das Haus, vor das Haus, Kaugummi. Na, das wird ja lustig. Und wir müssen auch noch hier bei dem Plan weitermachen, ne? Aber wie? Wir haben ja jetzt eigentlich einen Plan, oder? Es klingt so. Ach so, ja, stimmt. Ja, die Da gehe ich Fressensäule. lieber nicht. Es will. Ja. So, dann hier benutzen. Das könnte. Ja, der Koch guckt nicht. Hihi. So, dann sagen wir Hoti und Moti doch mal Bescheid. Ich habe einen Fluchtplan. Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Okay. Ist gut. Dann versuchen wir jetzt mal ihm ein bisschen hier da mit der Gabel in den Fuß stechen. Das kommt doch ganz gut. Na, hallo. Hä? Okay, da tut also nicht genug weh. Poloschläger. Okay. Anscheinend tut es doch weh, aber. Vielleicht braucht er anderes Essen. Ich gebe ihm mal das Hähnchen. Vielleicht schmeißt er dann das Hähnchen durch die Gegend. Hähnchen, Bienenmann. Hallo, hallo. So. Jo, okay. Dann so wieder. Ja, könnte klappen. Genau, hihihi. So, Fuß, Holoschläger. Also ihr merkt es, aber er rastet nicht aus. Kaputtes Stuhlbein. Hake Kaugummi.
Topf. Da kleben genug Essensreste für einen weiteren Wünsch-dir-was-Tag zwischen den Zehen. Unterschrift. Messer. Ketchup. Nicht nötig, da klebt... Strohhalm? Igitt! Warum tue ich sowas nur immer wieder? Für meine grenzenlose Bewunderung. Oh, ist das ekelhaft. Zickzackschere. Ich bin verwirrt. Was ist denn das richtige Essen für wen von denen? Bei ihm wissen wir es ja. Da ist es, glaube ich, der Mokka-Pudding. Der war damit so zufrieden, da er hier die ganze Zeit, ne? Mit dem Hähnchen ist der auch zufrieden. Na gut. Pass auf. So, Mokka-Pudding. Professor Nock. So, nochmal gucken gehen. Jo. Das kann... So. Genau, der ist damit auch zufrieden. Ah, und jetzt können wir da nicht hin wegen Professor Nox Füßen. Ach so, okay. Also müssen die alle unzufrieden sein? Fragezeichen. Dann mach mal so und so. Ach so, ja. Ja. Sieht man da vielleicht, was die für ein Essen haben? Es klingt so, als ob ich... Da gehe ich lieber... Warte mal, Professor Nock hat da das Hähnchen. Da gehe ich lieber nicht... Sehe ich noch mehr? Da gehe ich... Nee, irgendwie nicht. Trolley. Damit. Sag mal, bist du bescheuert? Du nutzt den Trolley. Okay. Jetzt sieht irgendwie niemand glücklich aus. Vielleicht kann ich ihm jetzt nochmal irgendwie auf die Füße kloppen. Oh, das stört ihn. Guck mal. Okay, das scheint gut zu sein. Kann ich irgendwem anders auch noch auf die Füße kloppen? Nee. Der schmeißt dann eine Kartoffel hoch, kann das sein? Ich muss nochmal gehen. Was hat der gerade? Bienenmann hat Kartoffeln, genau. Professor Nock hat Brei. Also Kartoffeln bei Bienenmann sind gut. Professor Nock Brei. Ich gebe Professor Nock mal die Klöße. Ja. Das kann. So, nochmal hin. Okay. Der hat jetzt die Klöße. Gucken, was jetzt passiert. Der muss prinzipiell davon dann auch gestört werden, oder? Okay, wir hatten gerade überhaupt das Hähnchen. Hat Adrian das Hähnchen? Ich weiß es nicht. Wer hat das Hähnchen? Peter hat das Hähnchen. Vielleicht braucht Professor Nock das Hähnchen? Könnte sein, dass er das dann irgendwie zu Adrian rüberschmeißt oder so. Ist jetzt ein bisschen Try and Error. Okay. Der hat jetzt das Hähnchen. Aha. Essensschlacht! Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen. Das hat funktioniert. Alles klar. So, sind die raus? Da sind sie. Oh Gott, die sehen so bescheuert aus. So, gleich mal mit denen sprechen. Seid ihr bereit? Klar. Hast du den Ersatzreifen besorgt? Ja, hab ich. Da ist er. Nicht ganz das richtige Fabrikat. Aber als Provisorium sollte er ausreichen.
Okay, ich hab auch Starterkabel. Meint ihr, damit kriegen wir den Motor wieder zum Laufen? Keine Ahnung. Da fragst du am besten jemanden, der sich mit Motoren auskennt. Aber wer kennt sich denn jetzt wieder mit Motoren aus? Warte mal, Startkabel. Vielleicht der Alu-Mann. Vielleicht Alu. Oder? Könnte das nicht sein? Wo war Alu? Kann ich hier jetzt noch rein? Ich gehe da lieber nicht da drin. Ich gehe da lieber da drin. Nee, aber ich will... Ich will gucken. Ich kann nicht gucken, okay. Wo war Alu? Oh, oh. Da. Ach ja. Hallo? Ich suche. Ach ja, dann machen wir doch mal so. So. Dann hier, benutze einfach mal. Oh, genau, oh. Viu-Viu. Ja, Viu-Viu. Wer war das? Ja, wer war das? So. Und hier hin. Und hoch. Und hoch. Hoch. Und hier rein. Und Alu ist nicht da. Wo ist denn Alu jetzt? Das ist belastend. Wo könnte Alu denn sein? Ich zoome mal ein bisschen von oben nach unten ab. So, hier wird Dr. Marcel drin sein, nehme ich stark an. Deswegen gehe ich mal hier rein. Okay, hier ist er schon mal nirgendwo. Hätte ja sein können. Jetzt hier reingehe. Da rein. Okay, hier ist auch keiner drin. Sehr schön. So, bei uns in der Zelle würde keinen Sinn ergeben. Sehr schön. Okay. Gut, dann eine Etage tiefer. Irgendwo muss er ja sein. Hier auch nicht. Okay, hier auf dem Klo. Blaso sitzt immer noch und ist am Pissen. Dann hier rein. Den müssen wir jetzt suchen. Könnte sein, dass der das ist. Der kennt sich ja mit Strom und so aus. Also denke ich doch. Gut, wäre er hier drin gewesen, hätte ich mich auch gewundert. So, dann einmal hier rein. Wie weiß der Tür geht, schon her von bitten. So, hier war ja der Dings drin. Können wir hier eigentlich reingehen? Nee. So, dann hier. Nee, da konnte man nicht rein. Hier hinten mal kurz gucken, hier ist nichts mehr. Hier einmal reingucken. Okay, Wäschelift ist... Der Wäschelift ist ja aus. Dann runter, dann hier mal rein. Ach, schau mal einer, guck, da ist er ja. Hallo, Alu, alte Socke. Ah, hallo, Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Ja, eigentlich schon, ne? Jo. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Oh ja. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Ja, hab ich. Warum isst du nicht in der Kantine? Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Es gab da diesen Zwischenfall. Ein Raum voller Irrer, scharfes Besteck und die Evox. Glaub mir, das ist eine explosive Mischung. Jo. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alu-Mann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okido. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Oha. Meine Güte, der kann ja ordentlich sprinten, ne? Gut.
Ja, ab und zu muss ich immer noch kurz Pause machen, um zu husten. So, jetzt müssen wir erstmal wieder hierhin den Wächter ablenken unten. So, nimm mal. Yippie, danke. Ja, ja. Kauen. Ekelhaft. Boah. Genau. Alt und ungenießbar. Dann spuck aus. So, und Viu Viu. So, dann hier raus, hier rein, runter, runter und runter und nach hinten und raus. Nanu, ist der Aluma noch nicht eingetroffen? Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Was? Auf der Veranda und meditiert? Ey, Alu? Hey, was ist nur los? Hey, Alu! Ah, Edna! Wie schön, dich zu sehen! Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Ach so. Positive Energie also. Ah ja. Das... Puh. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Bring die Steine in die richtige Ordnung. Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen. Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was ich machen muss. Nicht. Okay. Ich gehe. Bis später. Das hier wäre ein prima Platz für meine Harke. Oh, wir haben die Harke jetzt hier. Okay. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Was? Warte mal, die waren so. Oder? Nee, die waren so. Was ist, wenn ich den jetzt hier hinpacke? Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Let me out. Okay. Kriegen wir hier irgendwie ein A draus geformt? Nee, wie denn? Kann ich das irgendwie nachstellen? Nee. So, X war ja nicht. Das scheint. Okay, Zen. Was heißt denn Zen überhaupt? Nicht. So? Nee. Ein Z kriege ich da auch nicht raus. Oder ein T? Groß plus. Größer geht das bloß nicht. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Mit seiner Aura. Ich bin verwirrt. Alu, sprich mit mir. Ich brauche einen Hinweis. Hey, Alu. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen.
schönes Platz. Ja, es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht meinen Klang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Qi aufladen. Was auch immer das heißt. Es ist die Zukunft. Okay. Ich habe gehört, in der Garage gibt... Netter Ver... Aber ich ernähre mich und um den Motor wieder zum Laufen... Ja. Wir wollen... Immer mit... Ich gehe... Bis... Okay. Vogeltränke. Können wir mit der Vogeltränke vielleicht auch irgendwas machen? Cheep! Du bist schon ein komischer Vogel, Edna. Oh ja, die Vogeltränke muss mit. Ich freue mich schon auf Benutze Vogeltränke mit Dr. Marcells Schreibtisch. Aber was ist das? Meine Hände sind zu schlecht gezeichnet, um die Tränke anzuheben. Zapperlott. Verhinderte. Störche nehmen nur komische Vögel. Jetzt bin ich verwirrt. Das war gerade eine... wie heißt das? Das wird den Piepsis schmecken. Eine Errungenschaft. Sehr gut. Jetzt lass uns schnell verstecken, bevor die Störche kommen. Ich mach das nicht, um Störche zu fangen, Harvey. Richtig. Es ist vollkommen ungefährlich. Besonders für leckere Störche. Kann ich hier vielleicht irgendwas anderes mitmachen? Topf. Alter Schlüssel, Gabel, Kette. Sehr gut. Ich mach... Es ist... Senf. Topflappen. Strohhalm. Da ist kaum Wasser in der Tränke. Stattdessen sind da so kleine, weiße, dickflüssigen Pfützen. Och, bitte nicht. Oh, ich könnte heulen. Gewöhnungsbedürftig. Die hat wirklich Vogelscheiße getrunken. Sehr traurig. Das klappt. Klappt auch nicht. Poloschläge. Oh, eine Vogeltränke. Wollen wir Störche fangen? Ich glaube, es gibt hier keine Störche, Harvey. Was? Das kann nur eins bedeuten. Irgendwer wildert in unserem Revier. Eins, zwei, drei. Ich habe aber 5 Steine. Ja. Das will ich belassen. So sehe ich nämlich, wo die Felder sind ungefähr. Wohl, naja, nicht wirklich, ne? Okay. So vielleicht. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Ich bin verwirrt. Was ist Zen? Hier irgendwie ein Hinweis darauf. Da komme ich doch niemals. Ja, ist doch gut. Guck doch mal an. Das ist der erklärte Etappenfeind. Ja. Fenster. Wachturm, Zen-Garten, Aluman. Vielleicht wissen die irgendwas. Seid ihr bereit? Unser. Wir warten jetzt. Kann der mir helfen? Da bin ich wieder. Was unter... Ich fürchte, ohne den Aluman können wir das getrost vergessen. Er ist jetzt auf der Veranda und meditiert. Frag ihn am besten selbst. Ja, an seinem Zen lichtet. Ich mach... Das... Ich mach mich dann... Das wollte ich...
liegt an seinem Zen, ja, aber... Was heißt denn an seinem Zen? Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Na, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Was kann man denn hier für eine... Wie viele Möglichkeiten gibt es, die Steine hinzulegen? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 25 Möglichkeiten, einen Stein hinzulegen. Das ist unmöglich, ey. Wo findet man das denn raus? Sein Zen, sein Chi. Ich muss nochmal mit ihm sprechen, was genau er nur gesagt hat. Hey, Alu! Ah, Edna! Wie schön, dich zu sehen. Ja, moin. Worauf warten wir noch gleich? Um den Motor zum Laufen zu bringen, muss ich Zen sein. Leider schwingen die Steine nicht im Einklang mit meinen Chakren. Chakre bleu? Können wir den Prozess... Bring die Steine, sie müssen in Phase mit meiner Aura. Na. Nee. Ich gehe... Bis... Ich guck mal da, wo wir bis jetzt mit Alu konfrontiert wurden, ob es da irgendwie einen Hinweis gibt. So, benutze Limousine. Netter Schlitt. Du sollst ihn benutzen. Oh, oh. Ja, oh, 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 oh. Ja. Wer war das? Wer war das? So, hoch. Dann hier hin. Hoch. Hoch. So, hier waren wir einmal. Sehe ich hier irgendwie einen Hinweis? Nee. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2... 3, 4, 5, 6. Die Kabel sind das also auch nicht. Hier sehe ich auch nichts weiter. Okay, wie komme ich nochmal in den Therapiebereich? Warte mal, nee, dafür muss ich wieder runter, ne? Ja. Hier, genau. Komme ich da an Fenster? Sehe aber auch nicht wirklich was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sogar. Das sind 4, das sind 3. Hier war er noch. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Na, das ist ja sehr lustig. Wie soll ich mich hier irgendwie orientieren? Oh Gott. Wo sind da die Mitte? Warte mal. Könnte der in der Mitte sein? Oder ist die Mitte frei?
Das ist auf jeden Fall unten links, hätte ich gesagt. Dann hätte ich gesagt, dass das eine Reihe drüber ganz rechts ist. Das zweite Spalte Mitte. Der dann vorletzte Spalte, zweite Zeile. Der relativ mittig. Oh Gott, na hoffentlich kann ich mir das halbwegs merken.